Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Yoga Summer School 2021. Heute mit dem vierten Event, dem krönenden Abschluss dieser Eventreihe. Ich freue mich total auf heute. Möchte noch mal kurz was sagen zur Yoga Summer School. Das ist ja ein großes Herzensprojekt von mir. Und da geht es ja wirklich darum, ja, relevante Themen mit Yoga zu vereinen, zusammenzubringen und auch wirklich so über den Tellerrand hinauszuschauen und auch zu vermitteln, dass Yoga wirklich so eine Lebenshaltung ist, die wir kultivieren, eine Lebenseinstellung, und dass es einfach so vielfältig ist, was mit Yoga alles möglich ist und in welche Bereiche des Lebens Yoga auch schon eingeflossen ist. Das ist einfach super spannend. Und ich habe heute eine sehr, sehr interessante Gästin, denn ich habe Steffi eingeladen von The Vertical Yogi. Und heute wird es um Yoga und Klettern gehen. Super spannend. Ich bin richtig, ja, freudig, was sie heute mit uns teilen wird. Und ja, dann würde ich direkt sagen, es geht los. Steffi, bitte. Ja, dann an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für das Einladen von mir zur Yoga Summer School und ja, auch für das Schaffen dieser Plattform quasi. Und ich würde ganz kurz darauf eingehen, wie ich den Vortrag heute so ein bisschen untergliedert habe und worum es grob geht. Und zwar würde ich noch mal ganz kurz mich vorstellen, damit einfach jeder weiß kurz, wer ich bin, wo ich herkomme und warum ich diese Verbindung Yoga und Klettern hier vorstelle. Und danach würde ich auch sagen, wir gehen direkt in die Yoga-Tools hinein und wie man sie beim Klettern nutzen kann und wie sie beim Klettern helfen. Und am Ende gibt es dann auch noch einen kleinen Ausblick, wie auch Yogis, die nicht klettern, vom Klettern ein bisschen profitieren können und was das mit einem machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten. Also nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Steffi, ich bin selbstständige Yogalehrerin aus Leipzig und ich habe vor 12 Jahren angefangen mit dem Klettern. Und es war so der erste Sport, der mich total fasziniert hat. Und ich war vorher schon auch in vielen anderen Sportarten unterwegs und habe mich aber nie wirklich zu Hause gefühlt. Und beim Klettern war das tatsächlich der Fall. Habe dann aber auch nach einer Weile festgestellt, okay, es wäre schön, ein bisschen beweglicher zu sein, um ein paar Kletterprobleme lösen zu können, die ich bis dato nicht lösen konnte. Und dann bin ich über Freunde zum Yoga gekommen und habe das noch einmal die Woche immer gemacht. Bin zum Vinyasa-Yoga gekommen, einen sehr körperlichen, sehr dynamischen Stil. Das hat mir ziemlich getaugt und habe das aber immer separat gemacht. Ich bin zu meiner Yogastunde gegangen und bin dann auch klettern gegangen. Und als ich dann so ein bisschen so einen Break hatte mit meinem Job und noch ein bisschen reisen wollte, habe ich mich entschieden, ein Yoga-Teacher-Training auf Bali zu machen und danach noch ein, ja, Work-and-Travel Reisezeit in Neuseeland anzuhängen. Und nach dem Yoga-Teacher-Training, gefüllt mit ganz viel Input, war ich dann in Neuseeland sehr viel am Klettern und auch sehr viel am Yoga praktizieren und habe da das erste Mal so für mich festgestellt, wie gut sich die Yoga-Tools mit dem Klettern einfach ergänzen lassen und wie harmonisch das ist und wie man davon beim Klettern auch einfach davon profitieren kann. Und bin dann wieder nach Deutschland zurück, habe mich selbstständig gemacht und wollte auch von Anfang an gerne Yoga und Klettern noch ein bisschen mehr verbinden. Habe mich dann allerdings am Anfang erstmal nur auf das normale Yoga konzentriert und dann letztes Jahr durch Corona festgestellt, dass ich das Videodrehen ganz toll finde und habe letztes Jahr dann eben das, ja, mein Projekt Vertical Yogi mit Yoga-Einheiten auf YouTube gestartet und da eben diese Verbindung tatsächlich ins Leben für mich gerufen. Und ja, genau, so viel zu mir und zu meinem Hintergrund. Und dann würde ich sagen, wir starten in die Yoga-Tools und wie sie beim Klettern helfen. Alle, die klettern, die wissen, dass das ein ziemlich aufregender und mitunter auch recht extremer Sport sein kann, der einen vor vielseitige Herausforderungen stellt, in vielerlei Hinsicht. Man wird körperlich gefordert und vor Probleme gestellt, die man lösen muss und muss häufig eine Bewegungsabfolge für sich finden, die für sich und für seinen Körper funktioniert. Und da ist es natürlich sehr sinnvoll, ein großes Bewegungsrepertoire zu haben,
und auch ein ausgewogenes Maß an Kraft und Beweglichkeit, um beim Klettern einfach weiterzukommen. Und neben dieser körperlichen Komponente spielt natürlich auch das mentale Thema eine große Rolle. Wir haben das Thema Höhe, wir haben das Thema Absicherung, wir haben das Thema Stürzen. Und ja, Sturzangst als, ich nenne es mal, ja, großen Überbegriff, der kann natürlich auch verschiedenste Ursachen haben und sich auf unterschiedlichste Weisen auch äußern. Und diese mentale Komponente, die ist auch bei jedem irgendwann beim Klettern mal da. Also ich kenne keinen, der je frei von einem mentalen, mindestens einem mentalen Thema war. Und da ist es natürlich ziemlich cool, einen kleinen Werkzeugkasten an Hilfsmitteln zu haben, auf die man zurückgreifen kann, wenn man eben in Situationen kommt, die ja, spannend, aufregend bis hin zu beängstigend oder auch brenzlig einfach sind. Ne? Und da gibt es im Yoga einfach Tools, die uns helfen können, uns zu fokussieren, uns ein Stück weit zu beruhigen und uns selber so ein bisschen zu sammeln und zu ordnen. Und die Bandbreite, die da Yoga liefert, ist schon sehr vielseitig. Und aus meiner Sicht sind es eben vor allen Dingen drei Komponenten, die man einfach sehr, sehr gut nutzen kann als kletternde Person. Und das ist zum einen die reine Asana-Praxis, das ist recht offensichtlich, die körperliche Komponente. Es ist die Arbeit mit der Atmung, also das Thema Pranayama. Und es ist auch das Thema Meditation und Visualisierung, um mit seiner Wahrnehmung und auch mit seinem Mindset zu arbeiten. Und ich würde jetzt eben auf diese drei Aspekte kurz nochmal eingehen, paar Dinge ein bisschen näher erläutern. Und da gibt es zum einen eben die Asana-Praxis, das, ich nenne es mal, offensichtlichste von den dreien. Und da ist es natürlich erstmal spannend, vorher auch zu wissen, okay, welche körperlichen Herausforderungen gibt es denn und körperlichen Problemstellungen gibt es denn beim Klettern? Und obwohl das Klettern an sich ein sehr variantenreicher Sport, was das Bewegen angeht, ist, hat es natürlich trotzdem auch die Tendenz, wie auch andere Sportarten, dass man die Muskeln, Gelenke und Faszien zu einseitig belastet. Und das kann natürlich Auswirkungen eben auf den Körper und Muskeln, Sehnen, Gelenke eben haben. Und häufig ist es eben eine entweder zu gering oder eine zu einseitig ausgeprägte Rücken- und Schultermuskulatur. Der häufige Kletterrücken, der dann häufig so aussieht und die Schultern fallen nach vorne, die Haltung ist schlecht. Also natürlich dann auch noch einen Rattenschwanz an Dingen nach sich ziehen kann, wie dass die Atmung ein bisschen schwerer fällt, dass generell man Rückenprobleme, Schulterprobleme bekommt. Also das ist ein Thema, was man mit der Asana-Praxis adressieren kann und sollte. Dann haben wir das Thema, das große Thema Hüftbeweglichkeit, was unglaublich wichtig ist, um am Felsen hohe Tritte anzutreten. Also einfach einen Tritt, der auf Knie oder auf Kniehöhe ist noch angenehm, aber zwischen Knie und Hüfthöhe liegt einfach den Fuß drauf zu setzen. Und da hilft eine bewegliche Hüfte einfach unglaublich. Und das ist auch wichtig, um den Körperschwerpunkt an der Wand zu navigieren und da quasi besser in eine Position zu bringen, wo man sich mit weniger Armkraft aber eben durch die Beweglichkeit halten kann. Dann haben wir noch einen dritten Punkt beim Körperlichen, und zwar das Thema Körperspannung, Core und Kraft in der Mitte, der eben natürlich unglaublich wichtig ist, um stabil in steilen und überhängendem Gelände unterwegs zu sein. Und noch der vierte Punkt, den ich vor allen Dingen sehe, ist das Thema Balance und Gleichgewichtsgefühl, also das Thema einbeiniges Stehen. Da ist es wichtig, auf jeden Fall eine gewisse Stabilität im Fußgelenk aufzubauen, zu haben und eine ausgeprägte Fußmuskulatur, weil man eben sehr stark natürlich mit den Füßen arbeitet. Und gerade für das Klettern
Auf Platten ist es unglaublich wichtig, weil man da häufig eben auf sehr kleinen Tritten sehr präzise stehen muss und die Balance halten muss, gerade wenn auch vielleicht die Griffe nicht ganz so gut sind und man eher ein bisschen balancieren muss. Genau, und da ist natürlich jetzt interessant zu sehen, okay, wie kann denn Yoga in diesen Bereichen helfen? Und ich will auch gar nicht konkret auf einzelne Asanas eingehen, sondern eher auf das große Thema, man kann durch Yoga seine Flexibilität, seine Mobilität, seine Kraft und auch seine Balance definitiv verbessern. Wenn man beim Klettern an Bewegungsgrenzen stößt und die Flexibilität eben eingeschränkt ist, weil vielleicht auch die Muskulatur durch die starke Belastung verhärtet oder verkürzt ist, dann gibt es auf jeden Fall eine große Chance, dass man unter der Vielzahl an Asanas mehrere findet, die eben genau diese Themen adressieren. Und es gibt auch genug Asanas, die den Kraftaspekt haben und eben auch wieder andere, die dabei helfen, das Gleichgewicht zu verbessern. Das sind, sage ich mal, die offensichtlichen Themen bei der Asana-Praxis. Ein anderes Thema, was ich aber auch noch sehr spannend finde in dem Bezug, ist das Thema Propriozeption. Also Propriozeption ist ja die Wahrnehmung der Position des Körpers im Raum bzw. in der Umgebung, in der man sich befindet. Und da kann eine regelmäßige Yoga-Praxis dabei helfen, eben genau diese Wahrnehmung, wo befindet sich mein Körper, in welcher Position befindet sich mein Körper, diese Wahrnehmung kann eben Yoga verbessern. Und das geschieht eben durch die recht häufig komplexen Bewegungsmuster, die wir auch im Yoga eben haben und auch eben in spezifischen Flows. Und man bekommt dadurch auch ein geschärftes Bewusstsein dafür, was der Körper kann, wozu er in der Lage ist. Und das hilft wiederum dabei, besser einschätzen zu können, komme ich denn vielleicht an den Griff oder Tritt ran oder eben auch nicht? Und hilft auch dabei, neue Ideen so ein Stück weit zu entwickeln, durch diese neuen Bewegungsmuster eben andere Lösungen zu finden, ne, um eine bestimmte Kletterstelle, die vielleicht bisher nicht so ging, eben dann klettern zu können. Und dann kann man eben auf ein deutlich größeres Bewegungsrepertoire eben auch zurückgreifen. Das ist ein ziemlich interessanter Aspekt, den man sich so ein bisschen verdeutlichen kann. Und rein aus körperlicher Sicht kann man auch so einen kompletten Klettertag mit Yoga tatsächlich umgeben. Also von der Aufwärmung durch bestimmte Asanas am Felsen oder in der Kletter- oder Boulderhalle bis hin zu einem guten Ausgleichstraining, um die Antagonisten, also die muskulären Gegenspieler zu trainieren, bis hin zu sanften Dehneinheiten, die zur Regeneration der Muskeln dienen. Also man kann da wirklich auch das komplett oder das Klettern, sage ich mal, einschließen in die Yoga-Bubble. Und das wird natürlich auch möglich durch die große Bandbreite an Yoga-Stilen, die wir haben, was super spannend ist. Wir haben kraftbetonte Stunden im Vinyasa-Mashtanga. Wir haben eher entspannte, dehnungsintensive Stunden im Yin oder Restorative Yoga. Und das ist natürlich auch cool, dass man so ein bisschen immer gucken kann, okay, was braucht mein Körper gerade, was könnte ich gut tun? Wir sind fast am Ende bei der Asana-Praxis angelangt. Es gibt noch zwei Punkte, die mir unglaublich wichtig sind, dabei noch zu erwähnen. Und zwar, welche Grenzen es aber eben auch gibt beim Yoga und bei der Asana-Praxis und was man eben beachten sollte. Und zwar ist das zum einen das Thema Hypermobilität, also Hypermobilität in den Gelenken. Gerade wenn man dazu neigt, dass man hypermobile Gelenke hat, sollte man beim Dehnen auf jeden Fall vorsichtig sein, um Verletzungen zu vermeiden, weil hypermobile Gelenke eben prinzipiell verletzungsanfälliger sind. Und da eine übermäßige Streckung eben total kontraproduktiv ist. Und daher, da ist es eher wichtig, Kraft, um diese Gelenke eben aufzubauen. Und das sollte sowieso aber beim Yoga auch an erster Stelle stehen, dass die Stabilität in den Gelenken wichtiger ist als die größtmögliche Flexibilität in den Gelenken. Also das sollte immer wichtig sein. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, man kann natürlich
prinzipiell Kraft durch Yoga aufbauen mit einer ausbalancierten Asana-Praxis. Das hängt aber auch ganz stark davon ab, wie stark man zu Beginn der Yoga-Praxis war. Also wenn man natürlich schon mit einem gut austrainierten Bauch, Schulter, Rückenmuskeln kommt, dann ist natürlich die Yoga-Praxis ein Stück weit limitiert. Und man kann viel, viel mehr Kraft aufbauen durch spezifisches Krafttraining mit Gewichten und Ringen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wer Kraft aufbauen sollte, der kann natürlich Yoga-Elemente als nices Add-on nutzen, aber das sollte nie die Krafteinheit sein. Ne? Weil eben auch Yoga und die Asana-Praxis auf das eigene Körpergewicht angewiesen ist. Das ist ein Körperkrafttraining und auf dem Boden stattfindet. Ne? Also da ist das Element natürlich limitiert. Genau, ja. Das sind so die Punkte, die ich bei der Asana-Praxis quasi sehe, beim körperlichen Aspekt. Dann würde ich sagen, wir steigen in das Thema Pranayama und Atmung ein, was ich super, super spannend finde, gerade im Kletterkontext. Und da würde ich gerne erstmal noch generell klären, was die Atmung im Körper macht, ganz, ganz grob, ohne jetzt anatomisch in die Tiefe zu gehen. Denn unsere Atmung hat eine große Auswirkung auf das Nervensystem. Ausgleichende und beruhigende Atemübungen aktivieren den sogenannten Parasympathikus. Das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der, wenn er aktiviert ist, unter anderem den Blutdruck senkt, die Herzfrequenz absenkt und quasi so dieser Rest-and-Digest-Modus ist für den Körper. Und der Gegenspieler ist der Sympathikus, der, wenn er aktiv ist, das passiert in Stresssituationen, den Organismus hochfährt und ihn leistungsfähig macht. Was natürlich prinzipiell auch gut ist, gerade in sportlichen Situationen, was aber natürlich auch teilweise hinderlich sein kann, wenn er einen übermannt, zum Beispiel in Situationen, wenn man Sturzangst hat und generell gerade nicht so richtig weiß und Stress hat durch, was macht jetzt mein Körper, was kann ich überhaupt noch machen, dann übernimmt er so ein bisschen die Kontrolle und man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und ist quasi so ein bisschen, wenn er aktiv ist, der Fight-or-Flight-Modus, grob gesagt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass es quasi den Parasympathikus und den Sympathikus gibt, also den, ich sag mal, ruhigen Zustand des Nervensystems und den stressgeladenen Zustand des Nervensystems und die Tatsache sich verbildlicht, dass man durch die Atmung indirekt diese Modi beeinflussen kann und von dem einen zum anderen switchen kann, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend für das Klettern, wo man eben sich in Situationen begibt, die häufig eben Stress ausüben. Und man kann eben mit einem bewussten Umgang der Atmung und der Atemtechnik, die man im Yoga lernt, eben Anspannungen lösen. Vor allen Dingen eben, wenn man zum Beispiel nervös wird beim Klettern. Und da gibt es so grob zwei Aspekte, auf die ich eingehen möchte. Und zwar ist das zum einen das Thema Atmung, während man sich bewegt. Und zum anderen Atmung, während man sich eben nicht bewegt. Also gezielte Atemübungen im Sitzen zum Beispiel durchzuführen. Ne? Und zum ersten Thema Atmung während der Bewegung. Also häufig tendieren Personen dazu, bei Anstrengungen und wenn es schwer wird, die Atmung anzuhalten. Das ist relativ üblich, mache ich auch häufig. Und das kann eben in einer bestimmten Yoga-Position sein und das kann aber eben auch beim Klettern sein. Und wenn man die Atmung anhält, zum einen triggert das den Sympathikus, also wieder so diesen stressgeladenen Nervenzustand oder diesen stressgeladenen Modi des Nervensystems. Und zum anderen ganz klar, die Muskeln und das Gehirn wird weniger mit Sauerstoff versorgt.
Und das kann natürlich zu Krafteinbußen führen, bis hin dazu, dass man gar keinen klaren Kopf mehr fassen kann, weil ja kein Sauerstoff da ist. Und bei bestimmten Yoga-Formen, wie zum Beispiel Vinyasa Flow Yoga, ist es halt auch so, dass wir versuchen zu lernen, kontinuierlich während des Flows zu atmen und die Bewegung mit der Atmung eben zu verknüpfen und fließen zu lassen, wenn man sich von Asana zu Asana bewegt. Und auch wenn das anstrengend ist und auch wenn einzelne Posen, die wir halten, anstrengend sind. Und wenn man das quasi beim Yoga erlernt und sich und den Körper quasi in diese Situation bringt, dass es eben anstrengend wird und man trotzdem durchatmet und weiteratmet, kann man das natürlich auch auf das Klettern wiederum übertragen. Gerade wenn man merkt, dass es beim Klettern schwer wird und man dazu tendiert, die Atmung anzuhalten, dann kann eben diese Flow-Yoga-Praxis oder generell diese Atempraxis dazu beitragen, gleichmäßig rhythmisch zu atmen, wenn man sich bewegt. Und dadurch auch ein Stück weit natürlich mental ruhiger zu werden und auch so ein bisschen dieses, ich nenne es mal, mentale Geschnatter, was irgendwann losgeht mit, du erreichst den nächsten Griff nicht und es wird total schwer und du kannst das nicht, etc. Also ich glaube, das kennt jeder. Das so ein bisschen in Schach zu halten, ein Stück weit. Genau, also das ist so das Thema Atmung während der Bewegung. Und dann der andere Punkt, gezielte Atemtechniken. Und da ist halt zu sagen, man kann eben ganz gezielt mit der Atmung arbeiten. Das nennt man im Yoga Pranayama für die Personen, die das nicht kennen. Und es gibt eine super breite Bandpalette an Atemübungen, die eben dabei helfen kann, tief und vollumfänglich zu atmen. Was zum einen sehr wichtig ist, weil wir häufig im Alltag, dadurch, dass wir viel sitzen, dass sowieso die Schultern so nach vorne fallen, dass wir viel eben auch unter Stress stehen, dass wir häufig unterbewusst sowieso schon gewohnheitsgemäß relativ flache Atemmuster haben. Und da kann eine Atempraxis eben dabei helfen, sowieso erstmal tiefer und voller zu atmen. Und beim Klettern, in dem Kletterkontext, kann man eben diese Atemübungen häufig sehr gut anwenden, wenn man eben nervös wird. Und das kann eben dabei helfen, dass man dann so eine gewisse Neutralität in seine Gedanken bringt, die dann sortieren kann und so ein bisschen den Fokus setzen kann. Und welche konkreten Situationen das sind, also wo ich das auch häufig eben mache, ist, wenn man einen ernsthaften Durchstiegsversuch hat in irgendeiner Tour oder wenn man einen On-Site-Versuch hat, da kann das super gut helfen, Atemübungen einzusetzen. Zum Beispiel, und das mache ich auch nicht unhäufig, dass man sich einfach an den Bandfuß setzt, die Augen schließt und eine Atemübung macht. Ich erkläre auch dann noch 2, 3 Atemübungen, die man nutzen kann. Genau. Und manchmal mache ich es auch so, dass ich schon die Schuhe anhabe, dass ich schon eingebunden bin ins Seil, dass ich schon an der Wand stehe, meine Augen schließe und meine Stirn an den Felsen quasi ablege und dann eben diese Atemübung für mich 4, 5 Mal mache. Augen auf, Fokus ist da und ich kletter los. Das ist ein total toller und wertvolles Hilfsmittel auf jeden Fall. Wo man Atemübungen auch einsetzen kann, ist tatsächlich, wenn man in Natur ist und weiß, es kommt irgendwann eine Krux, es kommt irgendwann eine Stelle, wo ich weiß, da wird es schwer. Und wenn man natürlich auch eine Rastposition hat, das ist immer ganz, ganz sinnvoll. Also wenn man gerade schon nur am Klettern ist und dann ist es schwierig, schon noch Atemübungen einzubauen, da ist es wichtiger, kontinuierlich zu atmen. Aber wenn man eine gute Rastposition hat, vielleicht auch sogar No-Hand-Rest oder so, dann Augen kurz schließen, Atemübung machen, Augen auf und losklettern. Super gut. Generell auch bei guten Rastpunkten, auch wenn man weiß, dass da jetzt keine Krux wartet, kann man das gut machen. Und auch sehr, sehr gut, wenn man gestürzt ist und sich dann so ärgert und frustriert ist
Und dann anfängt so, die Emotionen kommen und die überwältigen einen und man will eigentlich weiterklettern, aber schafft es gar nicht, sich neu zu sortieren. Das ist auch eine super Situation, wo man Atemübungen einfach anwenden kann. Man sitzt im Seil, eh nichts anderes zu tun, kann man auch die Augen schließen und sich ein bisschen auf die Atmung konzentrieren. Genau. Und welche konkreten Atemübungen es gibt, da gibt es eine ganz, ganz einfache, die ich gerade auch Personen, die keine Erfahrung mit Atemübung haben, sehr ans Herz legen kann. Und zwar ist das, die Ein- und Ausatmung im gleichen Rhythmus fließen zu lassen. Das ist total gut, wenn man eben bisher noch nichts dahingehend gemacht hat, was Atmung angeht. Und da ist es wirklich so, dass man einfach versucht, die Ein- und die Ausatmung im gleichen Takt fließen zu lassen. Und man kann eben auch dann einen Rhythmus wählen und bis eben 3 oder 4 zählen, wenn man einatmet, und bis 3 oder 4 zählen, wenn man ausatmet. Wichtig ist halt wirklich nur, dass man die Takte gleich lässt, dass man einen Takt findet, der für einen selbst funktioniert. Das kann auch ein anderer Takt sein. Und der Fokus sollte die ganze Zeit auf den Atemzügen und auf dem Zählen liegen. Ja, und das bringt so eine gewisse Neutralität rein. Eine andere Übung wäre länger ausatmen als einatmen. Das ist letztendlich ähnlich wie das gleiche Takt, nur dass man bei der Ausatmung 2, 3 Takte länger nimmt. Also dass man die Ausatmung einfach länger macht. Und das triggert ein bisschen mehr auch noch den Parasympathikus, also den Ruhe- und den Beruhigungsmodus. Und noch eine dritte Atemübung, die ich auch häufig nutze, ist die sogenannte Boxatmung. Und da ist es so, dass man auch wieder die Takte nutzt. Und man kann sich das wirklich wie eine Box vorstellen, und zwar 3 oder 4, je nachdem, was für einen funktioniert, einatmen, anhalten, 3 oder 4 Takte ausatmen, anhalten. Also wirklich wie eine Box, ne? 3 Takte ein, anhalten 3 Takte, 3 Takte aus, anhalten 3 Takte. Und das eine ganze Weile. Das sollte man aber auch wirklich nur machen, wenn man kein Problem hat, damit die Luft anzuhalten. Also wenn das irgendwas triggert in einen und man das nicht möchte, dann eher auf die anderen beiden Atemübungen switchen. Genau. Das ist mein Input quasi zum Thema Atmung und Klettern. Dann kommen wir zum Thema Meditation. Als dritten Punkt. Meditation, das Feld ist erstmal riesig. Das ist super riesig und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, in diese Thematik auch einzusteigen. Und ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, was jetzt einzelne Meditationsübungen angeht, weil da muss man wirklich so für sich seine finden, mit denen man sich wohlfühlt. Und wer in dieser Hinsicht auch loslegen möchte, da kann man super viel angeleitete Meditationen auf Online-Plattformen finden oder man arbeitet mit Apps oder man setzt sich einfach hin und atmet und macht eine Atemmeditation, auch super wertvoll. Aber worauf ich eingehen möchte, ist, welche Vorteile das Meditieren eben für das Klettern bringt aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Und zwar sind es drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass es helfen kann, die Visualisierung zu verbessern. Denn es gibt auch eine mentale Technik, Visualisieren beim Klettern, wo man sich eben sein Projekt oder eine bestimmte Kletterstelle, die einem schwerfällt, im Kopf einfach durchgeht und die sich diese Bewegung vorstellt. Und diese mentale Technik fällt einem häufig leichter, wenn man schon mal meditiert hat und wenn man es auch schon gewohnt ist, sage ich mal, in seinem Kopf zu sein und mit seinem Kopf und mit den Dingen, die da vor sich gehen, eben zu arbeiten. Und auch selbst das Visualisieren an sich ist schon eine Form einer Meditation letztendlich. Also ich habe das auch schon häufiger gemacht, dass ich genau wusste, wie ich die ganze Tour klettern muss, von Griff zu Tritt. Und dass ich mich dann vor der Tour quasi wirklich auf den Boden gesetzt habe, mir die Augen geschlossen habe und mir dann einfach diese Tour visualisiert habe, durchgeklettert habe. Und natürlich durch meine Meditationspraxis fällt mir das, glaube ich, auch deutlich leichter, das zu tun.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Meditation eben helfen kann, die Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu lenken, also den Fokus zu setzen. Und das kann im Kletterkontext natürlich auch dabei helfen, fokussiert zu bleiben und sich nicht von den Dingen, die um einen drumherum eben passieren, ablenken zu lassen. Also gerade wenn man an einer Wand ist, wo gerade viele andere Leute auch klettern und da viel geschnattert wird und viel einfach passiert nebenbei, ne? Dass man das so ein bisschen ausblenden kann und sich auf sich, auf sein Klettern und auf die Wand vor sich konzentrieren kann, weil eine Tour verlangt einem immer viel ab und da ist es unglaublich wichtig, eben fokussiert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, denn häufig, wenn die Aufmerksamkeit irgendwie nicht mehr beim Klettern ist, dann ist man auch häufig dann nicht mehr so richtig an der Wand, also dann stürzt man häufig oder muss sich reinsetzen oder so, ja. Und da mit dieser Aufmerksamkeit und dem Fokus setzen kann die Meditation natürlich auch helfen, sich auf ein bestimmtes Ziel auch zu fokussieren. Wenn man vorhat, irgendwie, man möchte besonders weich klettern oder besonders ruhig, da ist das auch hilfreich. Und der dritte Punkt ist, dass die Meditation natürlich auch dabei helfen kann, die eigenen Gedanken besser zu beobachten. Also aus der Beobachterperspektive, das ist häufig auch eine Meditation im Yoga, dass man eben die Beobachterperspektive einnimmt und die Gedanken so ein Stück weit beobachtet, die da so im Kopf umherschwirren. Und im Kletterkontext kann das natürlich hilfreich sein, sich gerade in Momenten, in denen man sich von seinen eigenen Gedanken so ein bisschen gefangen gehalten wird, eben in diese diese Beobachterposition begibt, um dann eben bewusst zu entscheiden, möchte ich entsprechend dieses Gedankens auch handeln oder eben nicht. Ne? Also gerade wenn man an einer Stelle ist und man weiß, okay, die letzte Sicherung ist jetzt ein paar Meter unter mir, dann kann natürlich auch ganz schnell so Gedanken kommen, die ego-getrieben sind und sagen, ja klar, ich kletter jetzt weiter. Aber vielleicht wäre aus einer Beobachterperspektive nochmal kurz so, passiert das jetzt, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich kann jetzt weiterklettern oder ist das jetzt vielleicht ego-getrieben? Und eine rationalere Einschätzung wäre dann vielleicht, ich kletter vielleicht doch nicht weiter. Oder eben, ja, ich kletter weiter und sich dann eben bewusst dazu zu entscheiden. Ne? Also da finde ich, kann Meditation auch sehr hilfreich sein, auch mit die eigenen Gedanken besser zu beobachten und mit denen zu arbeiten dann letztendlich. Genau. Ja, das sind quasi die drei Tools gewesen, die ich so ein Stück weit vorstellen wollte. Und dann würde ich noch ganz kurz auf das Thema Yoga-Philosophie gerne eingehen und wie sie im Kontext, im Kletterkontext quasi interpretiert werden kann, wie man sie wahrnehmen kann. Und zwar das Wort Yoga kann man ja auf verschiedene Weisen übersetzen. Ich persönlich bevorzuge die Übersetzung als Vereinen. Und im Yoga wird ja generell auch danach gestrebt, uns mit uns selbst zu vereinen und einen inneren und ruhigen Zustand zu kultivieren. Und es wird versucht, ein Stück weit äußere Einflüsse, die auch gewisse Erwartungshaltungen und Wünsche triggern, ein Stück weit loszulassen. Und gerade in Bezug auf das eigene Ego und den liebevollen Umgang mit einem, mit sich selbst und auch dem Erkennen von Grenzen ist das natürlich sehr, sehr wertvoll. Und wenn wir eben durch diese Tools, diese Yoga-Tools, unseren Geist beruhigen und auch akzeptieren, was so von Moment zu Moment passiert und in welchem und uns so ein bisschen den generellen Moment gerade vergegenwärtigen, dann versuchen wir quasi diese Momente auch besser zu akzeptieren, wie sie gerade eben sind. Und versuchen uns auch ein Stück weit darauf zu verlassen, dass es so ein inneres Gefühl der Ordnung gibt, auch wenn Situationen im Außen uns vielleicht aus der Bahn werfen. Und im Kletterkontext eben, dass man eine bestimmte Tour nicht klettern konnte, obwohl man sie vielleicht auch schon zum x-ten Mal probiert hat.
Oder auch, wenn man spürt, es übermannt einen die Sturzangst, obwohl man sich doch immer wieder sagt, ich brauche keine Sturzangst zu haben. Und dieses Loslassen und dieses Akzeptieren dieser Momente heißt nicht, dass man nicht auch Emotionen haben darf und fühlen darf. Aber sich zu vergegenwärtigen, dass es eben ein vorübergehender Zustand ist und dass die Emotionen uns nicht verkörpern quasi. Und diese yogische Denkweise zu kultivieren, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, häufig auch mehr als die Asana-Praxis. Gerade weil wir auch in einer Welt leben, die von Vergleichen, von Ergebnissen, von Leistungen und Wettbewerb getrieben ist. Und das beeinflusst natürlich auch das Klettern und das Training dazu. Und dem kann man sich schwer entziehen, sage ich mal. Und mit dem, ich sag mal, sich besinnen und dem Beobachten und dem Loslassen und ohne Erwartung an bestimmte Ergebnisse zu klettern und auch zu trainieren, hilft natürlich auch dabei, eine gewisse Stabilität, Leichtigkeit in die Bewegung, in die Atmung und auch in die Gedanken zu bringen. Und eben auch, wenn der Körper vielleicht mal nicht funktioniert oder der Kopf an einem Tag und vielleicht auch nicht richtig erholt oder bereit war. Und da ist es natürlich auch eben sinnvoll zu lernen, das loszulassen und so ein Stück weit mit all den Höhen und Tiefen und auch den vielen Mitten, die dazwischen liegen, eben zu leben und so einen beharrlichen Gemütszustand zu bekommen, der eben unabhängig davon ist, wie das Ergebnis eines bestimmten Klettertages ist. Ja. Oder eben von anderen Dingen, die man macht, aber jetzt im Kletterkontext. Ja. Oder welchen Grad man klettert. Ja. Genau, das so meine Gedanken zum Thema Yoga und Philosophie. Und als letzten Abschluss würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Thema, warum Yogis, die nicht klettern, auch vom Klettern profitieren können, eingehen. Und zwar zum einen ist das natürlich so ein bisschen das, ja, auch leicht offensichtliche. Klettern ist natürlich ein Sport, der, ich sag mal, in seiner reinen Form draußen in der Natur stattfindet. Häufig an wunderschönen Felsen, umgeben von Wald und Bergen oder man ist auch am Meer, das gibt's auch. Und diese direkte Interaktion mit der Natur, die ja wirklich sehr direkt ist, weil man eben am Felsen ist, lässt natürlich auch häufig Alltagsthemen verfliegen und lässt uns auch eine Verbindung zum Felsen und zu der Natur spüren, was natürlich auch sehr, sehr schön sein kann, eben für Personen, die bisher noch nicht geklettert sind. Und dann natürlich auch der Aspekt Selbstvertrauen und Mut, denn Klettern setzt natürlich auch eine gewisse Mutigkeit voraus und kann uns eben auch dabei helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten zu bekommen und auch in das Überwinden von Grenzen, die man vielleicht dachte, dass man sie hat oder die man vielleicht auch hatte und dann überwunden hat. Und ganz körperlich gesehen kann es natürlich auch Yogis helfen, die bisher nicht geklettert sind, auch noch eine andere Bewegungskomponente mit reinzubekommen. Denn eben Yoga ist die Bodenarbeit, hatte ich ja schon erwähnt, und arbeitet mit dem eigenen Körpergewicht. Und wir drücken viel und schieben uns weg. Aber wir hängen und ziehen nicht. Aber der Körper ist schon auch dafür ausgelegt, das zu machen. Und die Muskeln, die profitieren auch auf jeden Fall davon. Und da ist es eben auch nochmal körperlich eine interessante neue interessante neue Spielform, die man noch mit reinbringen kann. Genau. Ja, und das sind so meine Gedanken zum Yoga und Klettern. So. Steffi, das war mega spannend, mega spannend. Ich habe Notizen gemacht, ich habe dir so aufmerksam zugehört. Es war großartig und ich kletter selber nicht, aber ich bouldere und da habe ich schon so viele Parallelen entdecken können und es ist einfach so toll, wie du das auch zusammengefasst hast und einfach so eine Synthese gemacht hast aus all dem, ja, was eben Yogis
vielleicht schon wissen, aber dann eben noch nicht so aufs Bouldern oder Klettern angewendet haben und dann eben auch für kletternde Personen da eben auch, Yoga könnte vielleicht interessant sein, wenn du das auch so schmackhaft gemacht hast. Das finde ich wirklich großartig und genau, ich möchte dir sehr, sehr herzlich für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag, möchte ich dir danken und wir steigen jetzt ein ins Q&A.